Hi und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Life in the Woods. Life in the Woods und wir haben schon wieder einen dummen Elefanten, der wieder in unsere Höhle reingefallen ist. Toll. Wie kriege ich den da jetzt raus? Geht er freiwillig raus oder muss ich den auch umbringen? Ich hoffe, er geht mit der Zeit freiwillig raus. Wenn nicht, wir haben einen Hauselefanten. Das wär wirklich ganz, ganz cool. Das wäre ja mal richtig cool. Nein, bleib da, bleib da, bleib da. Kein Grund zu gehen. Kein Grund zur Sorge, kein Grund zur Sorge. Ich baue dann gleich mal hier eine Wand hoch, damit er nicht rauskommt. Oh, ich glaube, der ist sauer. Dass er nicht raus darf. Ah, hier könnte er noch rauskommen. Hahaha. Da war ich wohl schneller. Da habe ich es wohl schneller gesehen als du. So. Ich hoffe, da bin ich aggressiver, weil er jetzt in Gefangenschaft lebt. Ich hoffe, der ist genauso freundlich wie davor. Wenn er mit Blümchen ist, ja auch nicht böse, dass er in Gefangenschaft lebt. Toll. Schöne Spitzhacke kaputt machen, bevor ich überhaupt anfange zu bauen. Warum? Weil so ein hässliches Ding drin hängt. Wenn ich Holz gegen eine Pflanze werfe, dann wird wohl Holz gewinnen und nicht die Pflanze. Das müssen wir euch erzählen. Ein Elefant. Ja, du kommst hier nicht mehr raus. So. Aber ich finde es cool, dass der hier reingefallen ist. Dann haben wir hier so einen Hauselefanten. Jetzt brauchen wir nur noch einen Namen für ihn. Der Name könnte problematisch werden. Hier können wir vielleicht hochgehen, wirklich, dass wir hier dann... Hallo. Dass wir hier dann hochgehen, aber ich weiß es nicht. Möglich wäre es allemal. Lassen wir es dann erstmal so. Also ausbauen schon, aber noch nicht mit Holz verkleiden. Könnte ein bisschen laut werden auf die Zeit. Also auf die Dauer. Aber ja, okay. Hauselefant ist halt cool. Hat nicht jeder. Hat nicht jeder. Warum habe ich das Leben erledigt? So episch ist die Musik jetzt auch nicht, auch wenn Epic Music Remix heißt. Oder Music Mix. Nicht Remix, sondern Mix. Ein epischer Music Remix, das wäre ja mal was Cooles. Also das ist wirklich sehr selten. Das habe ich noch nicht allzu häufig gesehen. Und du kommst weg. Ja, Elefant, alles gut. Du kommst ja nicht mehr raus. Du kommst nicht mehr raus. Also, das war eine Anspielung an Du kommst nicht vorbei aus Herr der Ringe. Na, hier müssen wir sogar eins höher. Eigentlich sollte man das jetzt einfach auskleiden und dann als Elefantengehege lassen, aber nein, das ist so böse wie nicht. Wobei, wir brauchen ja nicht unbedingt einen Weg von hier oben rein. Wir brauchen ja nur eine Verbindung von da hinten hier hin. Aber ich glaube, ich würde dann auch lieber einen Weg reinmachen. Ja. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Elefanten, um zu bewegen, dort reinzukommen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes kriegen wir ihn bewegt. Hoffe ich. Aber vielleicht sind sie ja nicht bewegt. Gott, das ist eine Schiene. So. Ich mache hier mal ein bisschen natürlich.
weiß nicht, ob das wirklich natürlich ist. So, dann müssten wir Sand mal lang holen, ja? Ne, langsam mal Sand holen. Und Erde bräuchten wir jetzt auch noch ein bisschen. Können wir uns hier ein bisschen was abreißen. Wir brauchen wirklich nur ein bisschen. So, ich glaube, das reicht sogar schon. 7. Ich weiß es nicht. Das, ja, reicht. Da haben wir noch einen übrig. Ab mit 1,5 Eisenschaufeln. Schaffen wir das noch? Gut, die Sonne. Die geht, glaube ich, gerade unter, aber wir müssen ja nicht allzu lange dahin gehen. Fragt sich nur, wie lange wir brauchen, um dahin zu gehen. Ah, da ist es ja schon. So dahinter. Ist unser Freund der Elefanten hier? Ah, da ist er ja. Ich hoffe, das ist der. Ansonsten. Nee, das ist der. Was? Heilige, wie viele Elefanten sind hier? 4 oder 5 Elefanten? Am Anfang waren es 5 auf jeden Fall, da haben wir ja einen umgebracht aus Versehen. Aus Versehen natürlich. Also, hätte er uns nicht weiter aggressiv verfolgt, dann hätten wir auch locker gelassen, aber er hat ja nicht aufgehört. Er wollte uns vergelten. Wobei, es wäre ja gut, wenn er mit Auge um Auge, Zahn um Zahn im Kopf hätte, dann würden wir natürlich. Ich schlage ihn einmal, dann darf er mich auch einmal schlagen, aber nicht. Ich schlage ihn einmal und er will mich töten. Das ist ein bisschen ungleichmäßig. Da konsultiere ich doch lieber meinen Anwalt, weil das geht so gar nicht. Na, müssen wir mal reinkommen. Die Musik geht dann langsam so richtig am Keks. So. Das geht immerhin, aber das hier hört sich einfach so an wie so ein Skyrim-Nachmacher. Ja, Entschuldigung. Aber alle, die es jetzt mögen, Entschuldigung, aber... Ich kann es nicht aushalten, beim epischen Sandabbauen solche epische Musik zu haben. Da ist mir das Sandabbauen dann doch so ein bisschen zu unepisch. So, was auch cool wäre, wäre ein Minecraft-Spiel zu starten. Das mache ich jetzt aber nicht, wo du oder wo man halt nicht... aktuelle Version spielt, sondern wo man wirklich noch so eine Alpha-Version, also kann man ja im Minecraft Launcher einstellen, dass man eine Alpha-Version spielen will, dann einfach die Alpha-Version nochmal spielen. Das wäre ziemlich cool, weil damals war Minecraft noch was anderes, total anderes. Ich glaube, die meisten Leute würden da heute gar nicht mehr lange überleben, weil sie einfach, ja, es nicht könnten. Damals gab es nämlich noch nicht sowas wie Hungerbalken und was gab's noch nicht? Vieles. Scharfe Schere, also diese Schere zum Schafe scheren. Da musste man noch die Schafe verprügeln, um denen ihre Hab und Gut zu klauen. Ist das nicht wirklich so, dass wenn man die Hasen verprügelt, ist das, als ob man ihr alles klaut, was sie haben? Schützt Schafe. Die Musik ist gerade von einem Gameboy-Spiel, das ich sehr lange oder sehr gerne gespielt habe. Wie hieß das? Quickie oder so? Oder Quirk? Quickie? Irgend sowas mit so einem hässlichen Vieh, ist so ein Rätselspiel gewesen. Erinnert mich sehr stark an die Snipper-Clips, was gerade rauskam. Also jetzt für die Nintendo Switch gab es doch im eShop so eine kostenlose Demo. Die einzige kostenlose Demo jetzt zu Release zu dem Spiel Snipper-Clips. Und das erinnert mich sehr stark an Quickie oder Quirk oder wie es hieß? Quick, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht mehr. Schon lange her, dass ich gespielt habe. Was eigentlich eine Schande ist, weil lange nicht mehr Gameboy spielen, ist schon eigentlich traurig. So, es wird Nacht. Bald müssen wir wieder die Rückreise antreten. Und die Schaufel ist ja auch bald hin. So passt das ja. Leider sind wir hier nicht so ungeschützt wie Gronkh bei seiner alten Alphasien-Let's-Play-Welt. Da hatte er seinen Andreas Elsholz-Gedächtnisstrand und dort waren ja die Monster. Das war ganz vorteilhaft, aber so Glück haben wir hier leider nicht.
Wir könnten hier von allen Seiten einfach hochgejagt werden. So, ja, reicht erstmal, oder? Machen wir den Stack noch voll. Komm, wir machen den Stack noch voll. So. Ich hoffe, wir schaffen das noch, ohne in die Luft gesprengt. Nein! Noch 3, 1, 2, 3. So, fertig. Stacks voll. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts Böses. Hilfe, ein Kingdom Core erscheint. Er ist abgrundtief böse. Oh, eine Spinne. Die kriegen wir, glaube ich, noch kaputt. Ohaha, das sind zwei Spinnen. Ich glaube, es kommt von hinten nicht noch irgendwas. Das wäre nämlich ziemlich böse gewesen. Aber es kam nichts. Wir können aber gucken, was ablegen. Ja, Spinnenseide. So, hopp. Custom NPC installed. Klick hier vor Infos. Aha. Alles schon verbrannt. Da hinten brennt noch einer. Creeper haben wir erstaunlicherweise weniger. In letzter Zeit. Sagt er, guckt um die Ecke und wird in die Luft gesprengt. So, hier unten. Ist was reingefallen? Nein, nur unser Elefant. Ja. Dich meine ich. Mein kleiner guter Freund. Mein kleiner guter Freund. Ist überall bekannt. Ofen machen wir. Ich glaube, 4 Ofen machen wir. Mit 12 Eisen, das ist super. 12 Kohle. Was für Eisen? Was laber ich da? Komm, machen wir erstmal provisorisch. 1, 2. Haben wir wirklich nur so wenig Kohle? Ich glaube, wir müssen mal Kohle sammeln. Guck mal, das kannst du nicht. Ich glaube, der kommt hier gar nicht raus, oder? Ich mache trotzdem vorsichtshalber mal hier einen Erdblock hin. Damit er ja nicht auf die Idee kommt, uns zu folgen. Aber ich hoffe, wir haben noch Kohle, sonst wären wir ziemlich aufgeschmissen. Müssten wir erstmal auf eine Höhlentour gehen und das will ich eigentlich überhaupt nicht. Also jetzt noch zumindest. So, hier haben wir nichts drin. Okay. Ah, unten haben wir wahrscheinlich eher etwas. Wenn wir was haben sollten. Hier nicht. Toll. Letzte Chance. Ebenfalls nichts. Naja. Dann macht euch mal auf eine schöne Höhlentour gefasst. Doch nein. Ich will nicht. Dann machen wir mal alles hier rein. Nehmen wir mal das mit. Ah, ich will nicht. Ich glaube, so ein bisschen davon können wir schon mitnehmen. Iron Ore. Essen müssen wir auf jeden Fall viel mitnehmen. Viel. Hier hätten wir noch keinen Rucksack gemacht, oder? Nee, nehmen wir hier noch ein paar Gurken und Zucchini mit. So, es dürfte an Essen reichen. Dann jetzt noch schnell ein paar Spitzhacken. Zur Not dann halt auch nur Stein. 1, 2, 3. Und ab in die Höhle, die wir da hinten gesehen haben. Hm? Bist du auch eine Höhle? Ah ja, du bist eine Höhle. Weg mit dir. Na toll. Weg. Ich muss jetzt aufpassen, wirklich, dass ich Fackeln aufstelle.
Hier kommen wir wieder zurück, okay. Okay, okay, okay. Dann jetzt, da habe ich Eisen gesehen im Boden. Nämlich genau auf unserem Rückweg, schön. Aber hier ist erstmal schön viel Eisen, das begrüße ich. Allerdings wäre es nicht schlecht, wenn wir uns wieder den Weg nach oben graben könnten. Okay, Quarzit. So, da hinten war dann noch Kohle. Oder? Nee, was gar nicht. Toll. Aber danke, dass ich davon ausgegangen bin, dass da Kohle sein sollte. Na, hier haben wir uns mal was rausgeholt. Warum ist da immer noch was? Hier ist gleich Kohle. Super. Genau. Toll. Ein Kohleohr. Wow. Ich bin maßlos. Ach, hier sind wir. Okay. Vielleicht damit wir von oben gleich sehen, dass wir hier schon waren. So, dann können wir jetzt hier da unten, da hinten rein. Na, alles gut. Können wir gleich hier die Kohle mitnehmen. Wie wär's? Wäre gar keine so schlechte Idee, oder? Boah, es wird gleich bestimmt so ein Umsprung sein, wenn die Spitzhacke hier kaputt ist und wir dann auf Steine umstellen müssen. Das wird so... Wow. Deswegen müssen wir uns aber frei halten. Falls jetzt irgendwas angescheißert kommt, dass wir immer wieder rauskommen. Okay, jetzt kommen wir wieder raus. Schön, dass das Salz so sichtbar ist. Wir werden es wahrscheinlich nie benutzen, aber es ist sichtbar. Ich weiß nicht, wo ich zuerst lang soll. Ich habe Angst. Okay. Das ist recht wenig. Auch rohstofftechnisch. Da vorne war ein bisschen Eisen. Aber hier habe ich jetzt noch gar nichts gesehen. Da ist Kohle. Okay. Da ist Gold. Dann hole ich mir erstmal das Gold. Ach ne, das ist nur Silber. Also Eisen. Nicht Silber. Wie komme ich bloß auf Silber? Das ist ein verbotenes Wort in Minecraft. Silber. Ah, Alter. Ja, okay, es geht. Ist schon deutlich länger, aber es hält sich in Maßen. Juhu, Level 15. Das heißt wohl gleich ist es Zeit zu sterben. Leisere Schritte, du Homo. Okay, anscheinend wird es nur eine sehr, sehr kleine Höhlentour. Aber mit sehr, sehr vielen Mineralien. Wie mir scheint. Sehr, sehr viel Eisen und sehr, sehr viel anderes. Ist hier noch Boden? Nein. Dann nicht. Alter, jetzt los! Gott sei Dank. So, dieses Black Granit ist schon recht irritierend, weil es wirklich extrem dunkel ist, obwohl man eine Fackel schon hingestellt hat. Ist hier oben drüber Wasser zufällig? Aber hier ist sehr, sehr viel Eisen. Och, das wird doch wohl verarschen. Immer noch das letzte. Ach, das ist auch nicht das letzte. Na toll. Ich hoffe, jetzt geht es nicht mehr weiter. So, ich hoffe schon, dass es weitergeht, aber
Okay, es geht noch weiter. Da kann ich unbesorgt runter, okay. So. Das mit der Knappheit von Rohstoffen hat sich sehr schnell geändert inzwischen. Dank dir, Höhle. Also danke dir, Höhle. Auch dank der Höhle, aber ich habe gerade eher mit der Höhle gesprochen. Das kommt recht früh bei mir. Verrückt werden. Ich hätte mir jetzt auch keine drei Spitzhacken machen müssen, weil lohnt sich ja gar nicht gerade. Es würde sich lohnen, wenn wir irgendwo eine Schlucht gefunden hätten und eins reingehen wollten. Aber da wir das ja gerade nicht vorhaben, war das jetzt ein bisschen unnötig. Och, Alter. Wetten, dass das eine riesige Ader ist. Hier. Das gehört alles zusammen. Los, mach schneller den Black Granit kaputt. Und wir müssen auch langsam wieder essen. Aufs Handy. Einfach, weil ich Angst haben könnte, dass jemand da sein mir schreiben könnte. Nein! Also nichts Wichtiges. Ich habe nur Angst, dass meine Eltern vielleicht irgendwann einkaufen gehen wollten und dann mich anschreiben würden, ich soll runtergehen, was hochsagen. Was des Öfteren vorkommt, da wir im vierten Stock wohnen. Ah. Nein, jetzt wisst ihr genau, wo ich wohne, im vierten Stock! Jetzt werdet ihr alle bei mir zu Hause vor der Tür stehen. Wir wussten immer, dass du im vierten Stock lebst. Hahaha. Was ist gerade für ein Fof-Bug? Also hier Field of View hat sich gerade irgendwie resettet. Vielleicht weil wir hungrig geworden sind. So eine Art Tunnelblick. Ich esse jetzt keinen Stein, das ist jetzt nicht allzu gut. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber lecker ist es zumindest nicht. So, noch irgendwelche Eisen. Außer das hier. Und das hier. Und das hier. Okay, wie viel haben wir jetzt? 51 Eisen? Wow, das ist ja echt spitze. Und 1,5 Stacks Kohle. Okay, also für so eine Mini-Höhle. Ich bin mutig. Glaube ich. Hoffe ich. Wir bleiben mal unten. So. Da kriegst du. Und ihr kriegt jeweils 8. Dann haben wir immer noch 48 Kohle übrig. Und können hier die Wand weit ausbauen. Da muss ich jetzt noch ausbauen. Ich habe das ganze Holz zu Hause gelassen. Toll. Dann können wir mal hier den Stein abbauen. Dann kommen wir aber auch nicht mehr raus. Hm. Müssen wir uns einen Erdfahrstuhl bauen. Ach nee, Erdtreppe. Erdfahrstuhl war lizenziert oder patentiert. Also wir müssen uns eine Erdtreppe bauen. Und auch die Folge müssen wir auch beenden, weil 24 Minuten und so. Das... Ich denke mit den Ohren war wieder einfach geil. Gut, dann würde ich jetzt sagen, so wie jeder 0815 kleine Minecraft-YouTuber, bis zum nächsten Part, nein, also bis zur nächsten Folge, bei mir sind es Folgen, das ist qualitativ hochwertig. Ich habe gerade einen Kotzreiz verspürt, ich weiß nicht warum. Na zumindest, dann bis zur nächsten Folge und ciao!